Was geht ab, Leute? Willkommen zu unserem 9. Spieltag. Heute geht es gegen den drittplatzierten Spielverein 06 Kassel. Hier seht ihr einmal die Tabelle. Wir sind auf dem 9. Platz, mit den wenigsten Spielen auch, muss man hier sagen. Und Spielverein, wie gesagt, auf dem 3. Platz. Und hier seht ihr einmal die Aufstellung. Wir haben heute wieder mal keinen Torwart. Aus der ersten Mannschaft der Torwart hat rote Karte bekommen. Christoph muss jetzt dort ran. Bedeutet, Saad ist im Tor. In der Innenverteidigung spielt Alibet und Mesut. Rechts Mert, links Rasmus, auf der 6 wie gewohnt Murat und ich. Rechts Elias, links Tizian, auf der 10 diesmal mein Bruder. Und im Sturm Janu. Hier seht ihr noch einmal die Bankspieler. Es wird ein spannendes Match, ich würde sagen, ab zu den Highlights. Wir haben hier noch eine Schweigeminute gehalten für einen Spieler, der vor kurzem im Umkreis Kassel verstorben ist. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Anschluss von Spielvereinen von rechts nach links in Blau und wir in Grau. Die hier mit dem Fairplay zu uns. Wir haben hier weiter vorne einen Einwurf von Rasmus, der bringt ihn zu Tizian. Tizian dreht sich hier richtig gut auf, läuft in den 16er, spielt dann in den Rückraum den Pass. Mein Bruder ist da, er legt mir mit der Hacke ab und man sieht es jetzt nicht ganz. Ich schieße mit dem Vollspann und der Torwart pariert hier sehr gut. Spielverein mit dem langen Freistoß hier. Alibert kann ihn mit dem Kopf klären. Spielverein aber immer noch im Ballbesitz. Die spielen jetzt hier in den Zentrum. Der spielt noch ein zweiter. Der macht es hier sehr gut. Und der hat Platz und die kommen zum ersten Mal zum Abschluss, aber kein Problem für Saad. Spielverein hier mit dem Ballbesitz. Tizian attackiert hier, kann den Ball sich hier arbeiten. Jetzt mein Bruder am Ball, der spielt zu Murat. Und jetzt spielt er einen schönen Pass. Es ist kein Abseits. Gianni läuft da aufs Tor zu. Und er spielt ihn am Tor vorbei und er geht ganz knapp neben das Tor. Saad mit dem langen Abstoß. Der geht hier zu Tizian. Tizian macht ihn hier gut fest. Spielt hier nochmal zu Murat. Murat durch die Lücke zu Elias. Elias hat den Blick. Spielt zu Gianni. Der kommt aber leider zu fest. Da muss Elias den selber machen und mit Tempo aufs Tor zu laufen. Hier haben wir eine Ecke, die von Gianni ausgeführt wird. Und Albert kommt zum Kopfball. Leider zu wenig Druck hinterm Ball. Und jetzt sind wir hier wieder am Ball. Murat hier mit dem Kopfball. Mein Bruder macht hier eine schöne Drehung, schaltet dem Spieler aus, spielt einen schönen Pass durch die Lücke und Gianni scheitert am Torwart diesmal. Hier waren wir gerade ziemlich im Bedrängnis. Rasmus jetzt kann den Ball nicht gut klären und dann kommen die zum Abschluss. Saad hält hier gut und dann klären wir noch am Ende den Ball und jetzt hat Spielverein einen Freistoß. Der geht direkt an die Latte und mit dem Nachschuss dann übers Tor haben wir Glück gehabt. Aber Saad wäre sowieso da gewesen. Und direkt hier mit der nächsten Aktion von Spielverein. Die bringen hier den Ball in die Mitte. Und die kommen auch zum Kopf und sie geht wieder an die Latte. Und im Nachfassen hat ihn dann Saad sicher. Wir haben hier weit vorne wieder einen Einwurf. Murat wird hier weggedrückt. Mein Bruder hat den aber noch. Bringt ihn in die Mitte. Der klärt den Ball. Der landet bei Elias. Und Elias mit dem Distanzschuss trifft ihn sehr gut. Keine Ahnung, was das hier für ein Jubel sein soll. Und wir machen noch kurz vor der Halbzeit das 1:0, was extrem wichtig für uns war. Und das war's von Halbzeit 1. Hier direkt mit dem Fairplay von uns, wie Spielverein das Auge gemacht hat. Und Spielverein ist direkt hier im Ballbesitz. Der spielt hier einen Ball. Alibert geht extra raus aus dem Abseits. Der Schiri pfeift nicht. Und da haben wir Glück, dass der Spieler den schlecht erwischt. Hier hat Alibert sich den Ball erkämpft. Hier bin ich am Ball. Ich spiele hier zu Murat. Murat jetzt nach außen zu Gianni. Ein bisschen in den Rücken gespielt, aber der hat ihn hier noch. Der spielt hier nochmal zurück zu Murat. Murat jetzt nach links zu Tizian. Tizian hat viel Platz. Geht dann das 1 gegen 1. Macht sie richtig gut vor dem Tor dann. Schießt er dann mit dem Spann übers Tor. Er muss ihn eigentlich nur reinschieben. Und das war die große Chance. Mesut hier mit dem Kopfball zu mir. Ich kann ihn gut kontrollieren. Zu meinem Bruder. Er dreht sich gut auf. Spielt durch die Lücke zu Elias. Elias hat sehr, sehr viel Platz. Geht dann aufs Tor zu und schießt zu früh. Hätte dann noch ein, zwei Meter vielleicht machen können. Ich spiele den Ball zu meinem Bruder. Mein Bruder lässt ihn klatschen auf Murat. Murat zu Tizian. Jetzt ein bisschen so ein Rumgewusel. Aber Tizi kann den Ball noch spielen zu Gianni. Gianni drückt den gut weg, kommt zum Abschluss. Der Torwart hält hier auch sehr gut. Und hier die anschließende Ecke. Wir kommen dann nicht an den Ball. Spielverein klärt den Ball. Mert drückt hier den Gegenspieler gut weg und dann ist es ein katastrophaler Rückpass. Man denkt, Mesut kommt an den Ball, aber der Spielvereinspieler ist dann näher am Ball gewesen und läuft jetzt aufs Tor zu. Und der spielt ihn jetzt hier quer und der schiebt ihn nur noch rein. Und in der 63. Spielminute machen die den Ausgleich und alles beginnt von neu.
Wir haben hier wieder eine Ecke, die von Gianni ausgeführt wird. Wir können nicht zum Abschluss kommen. Messi am Ball, will durch die Abwehr irgendwie. Die klären den Ball, der landet wieder bei Gianni. Gianni mit der Flanke, die kommt perfekt auf mich. Und der Torwart hält hier wieder gut. Der war auch zu zentral von mir. Aber ich habe den schön mit Kraft erwischt. Und hier wieder Spielverein mit dem Konter. Der läuft hier aufs Tor zu, hat sehr, sehr viel Platz, spielt quer, kann den Ball zum Glück nicht kontrollieren und dann ist Rasmus und Mesut da und wir klären zur Ecke. Wie man hier sehen kann, wir haben sehr viel Ballverluste bei unseren eigenen Einwürfen und dann läuft er hier mit sehr viel Tempo aufs Tor zu und dann die perfekte Grätsche von Alibert, trifft nur den Ball. Von der Perspektive ein bisschen schlecht zu sehen, aber ich habe es sehr gut gesehen und dann bin ich hier, spiele den Diago zu Elias. Elias geht mit dem Ball und dann ebenfalls von Spielverein eine gute Grätsche und die klären den Ball. Hier hat Spielverein einen Freistoß von der gefährlichen Situation. Die bringen den rein und dann verteidigen wir hier schlecht. Der kann sich aufdrehen und schießt den einfach in den Winkel. Genau unter die Latte. Also da konnte man bei dem Schuss auch nichts halten. Da haben wir einfach sehr, sehr schlecht verteidigt. Ich krieg hier von Saad den Pass. Ich wollte den eigentlich gar nicht haben. Kann hier noch grätschen und ein bisschen Zeit gewinnen. Rasmus zieht nicht ganz durch. Und dann wird es hier wieder gefährlich für uns. Die haben viel Platz hier an unserem eigenen 16er. Die kommen auch zum Abschluss, aber Saad hält den ganz easy. Es läuft schon die Nachspielzeit. Wir versuchen irgendwie noch den Ball nach vorne zu bringen. Es klappt aber nicht ganz so gut. Die spielen hier nochmal zurück, wollen hier Zeit gewinnen. Wir machen Druck. Der will den Ball hier irgendwie klären. Der springt zurück und dann grätscht er hier, fadert einfach komplett um im 16er und er zeigt auf den Punkt und wir kriegen noch den Elfmeter in der letzten Minute der Nachspielzeit. Und ich schaue da auch meinen Bruder an und er zeigt nur zu mir, dass ich den schießen soll. Und ich schiebe ihn hier links rein und in der 94. Minute machen wir da den Ausgleich und wir wollen natürlich noch mehr, denn ein Unentschieden reicht uns hier nicht. Direkt mit dem Anstoß geht der Spieler hier nach vorne, der geht zu einfach an uns vorbei, gewinnt da gute viele Meter und der haut hier Alibert komplett um und wie Spielverein das schon einmal gemacht hat im Spiel, die spielen einfach weiter, obwohl Alibert da verletzt auf dem Boden liegt und ignorieren komplett, dass er da am 16er liegt und dann ist es auch irgendwo klar, dass unser Spieler deren Spieler umhaut und dann kriegen die nochmal einen gefährlichen Freistoß. Damit unser Spieler behandelt werden kann, müssen wir erst einen umhauen. Also das fand ich wirklich nicht gut von Spielverein. Aus dem Freistoß ist dann nichts mehr geworden und dann schießt Alibert den Ball nach vorn und das Spiel wird abgepfiffen. So Leute, ihr habt es gesehen, wir haben 2:2 gespielt. Ich konnte zum Glück in der 93. Minute noch den Elfer verwandeln. Es wird halt bestraft, wenn wir die Dinger nicht machen. Wir hatten in der ersten Halbzeit einige Chancen, auch in der zweiten Halbzeit. Und wir hätten das Spiel vorzeitig entscheiden können. Und es wird dann halt bestraft. Wir hätten fast das Spiel verloren. Aber selbst das Unentschieden hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Da war auf jeden Fall mehr drin. Um keins dieser Spiele mehr zu verpassen, einfach mal jetzt auf Abonnieren klicken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt jetzt ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao.